Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, bevor wir in die Konstellation für heute und morgen starten, zwei Hinweise. Zum einen ist ab jetzt der Mondkalender 2024, den viele von euch erkennen, von meinem Bruder hergestellt als Poster und Postkarten. Ist jetzt über ihn bestellbar, am besten über seine Seite, die auch hier in den Shownotes ist, www.sonne11alszahl.de. Dort findet ihr auch die Buddha-Karten und andere Dinge, Mondkalender. Ich werde ihn aber auch hier nochmal in den nächsten Wochen irgendwann nochmal besprechen, denn ihr seht ja auch an meinen Tageshoroskopen, wie wichtig immer der tägliche Mondlauf ist. Und da hat man es halt auf einen Blick. Ja, morgen dann ist bereits wieder Freitag. Diese Woche ja ein bisschen anders durch den Feiertag. Also morgen wieder die Aussichten zum Wochenende dann auf dem anderen Kanal, wie ihr es ja inzwischen gewohnt seid. Ja, zu heute. Es sind einige Quinkunxe, also kleine Aspekte, die verschiedene Planetenpaare zusammenbringen in die nächsten beiden Tagen. Das will ich jetzt mal erläutern. Zuerst aber zum Merkur. Merkur, der Sonnenbegleiter, der jetzt allmählich zur Sonne aufholt. Er war in der Jungfrau rückläufig gewesen. Sehr kritische Phase dort. Jetzt ist Merkur heute Nacht in die Waage gewechselt. Merkur steht fürs Denken und die Kommunikation. Und er muss jetzt sich hier erstmal zurechtfinden in der Waage. Also heute ist er dann noch ein bisschen verunsichert in seinem neuen Terrain. Aber in der Waage ist Merkur in einem Luftzeichen. Hier kann Merkur hier viel einfacher ins Gespräch, in den Kontakt kommen. Es wird darum gehen, mit Merkur in der Waage mehr einen Ausgleich, mehr eine Balance auch im Reden und auch in der Kommunikation herzustellen ist. Also eine gute Konstellation, auch um Konflikte und Probleme mit anderen Menschen zu besprechen und vielleicht auch hier zu einer Einigung zu kommen. Also eine gute Möglichkeit, vielleicht auch eine versöhnende Hand zu reichen, denn wir wollen ja diese Konflikte nicht weiter mit uns rumtragen, möglichst, um dadurch krank zu werden oder Karma aufzubauen. Auch mit Merkur in der Waage, auch die Möglichkeit, vielleicht auch das verfeindete oder gespaltene Anteile wieder an einen Tisch kommen. Jedenfalls sind das die positiven Aussichten. Andererseits kann man mit Merkur in der Waage natürlich auch vieles einfach sozusagen im Blablabla zerredet werden. Schauen wir mal mit Merkur, Sonne und Mars hier in der Waage, ist eigentlich die Energie darauf eingestellt, eben auf die Begegnung, auf den Ausgleich über die Begegnung. Mars sehen wir hier, ich habe gestern im Tageshoroskop dort bitte nochmal nachhören, sonst hier Mars ist jetzt hier über den südlichen Mondknoten rübergelaufen, ist aber hier noch im Gradbereich. Das wirkt höchstwahrscheinlich noch nach, ne, alte karmische Begegnung kann das anzeigen, aber wie gesagt, Mars ist über diese vielleicht kritische Stellung jetzt rübergelaufen. Ja, Merkur wird hier aus der Waage ein Quinkungs, also ist 150 Grad Aspekt, ist ein Nebenaspekt, der aber trotzdem die Planeten verbindet, hier eine Verbindung machen zu Saturn, der hier noch rückläufig Anfang Fische sitzt. Dieser Aspekt ist dann heute Abend um 19 Uhr exakt. Das heißt, wir müssen eben, einerseits können wir mit Merkur, Saturn konkreter denken, planen. Andererseits müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie zu restriktiv, zu negativ denken. Auch Mars, den ich eben schon erwähnt hatte, auch Mars macht ein Quinkungsaspekt hier zu Neptun, der sich in den Fischen befindet. Dieser Aspekt ist heute Nacht, in der Nacht zum Freitag um 1 und 9 exakt. Das bedeutet, Mars und Neptun kommen zusammen. Das ist vielleicht heute auch deswegen, kann es gut sein, dass wir uns ein bisschen schlapprig fühlen, dass wir nicht so die ganz große Energie für Heldentaten haben, sondern die Energie mehr so nach innen geht, Meditation, innere Einkehr, künstlerisches Tun ist hier sicherlich von Vorteil.
Ja, und auch Venus, die sich hier inzwischen ins Ende des Zeichen Löwe begibt. Auch Venus macht einen Quinkungs ja noch nicht eingezeichnet zu Pluto. Das ist morgen Nachmittag exakt, werde ich morgen nochmal besprechen. Also auch hier im Bereich Beziehung und Werte können wir auch auf Schattenbereiche treffen, aber mit der Möglichkeit zur Umwandlung, zur Transformation. Bleibt noch der Mond als Tagesanzeiger der Energien. Wir sehen die Planeten hier im Moment ganz schön verteilt. Der Mond heute auch nochmal in den Zwillingen. Der abnehmende Mond. Wir sehen, der Mond läuft hier schon wieder auf die Sonne zu. Morgen am Freitag, Abend, Nachmittag ist dann auch schon abnehmender Halbmond. Aber erstmal ist der Mond hier noch im Luftzeichen Zwillinge zusammen mit der Sonne. Also eine durchaus auch neben diesen Quinkungsaspekten auch eine luftige Energie im Feld. Mit Merkur in den Zwillingen und mit Mond in den Zwillingen und Merkur in der Waage können wir sicherlich heute gut kommunizieren. Wir sollten daher auch dieses Bedürfnis nach Austausch, nach Kommunikation nutzen. Eventuell auch, indem wir auf andere zugehen oder indem wir in Alltagssituationen vielleicht auch das eine oder andere Gespräch anfangen. Muss ja nicht immer das tiefgründigste philosophische Gespräch um existenzielle Dinge sein, kann es aber natürlich. Merkur in den Zwillingen bedeutet eben auch, die Dinge von vielen Seiten zu sehen, nicht so einseitig nur auf irgendeine Parole abfahren, nicht einfach nur irgendetwas nur mal glauben, sondern die Dinge wirklich selbst auch bedenken. Ne? Also wer die Realität klarer erfassen will, der muss sich halt die Mühe machen, selber über die Dinge zu reflektieren und nicht einfach die Meinung anderer oder Medien zu übernehmen. Ich weiß, es ist leichter, das zu übernehmen, aber letztlich ist es ganzheitlicher, wenn wir uns selbst darum bemühen. Der Mond wird dann heute Nachmittag um 14:32 Uhr in das Zeichen Krebs wechseln. Also heute Nachmittag ist dann so eine energetische Veränderung. Aus dem luftigen Zwilling geht es in den emotionalen Krebs, wo der Mond bleiben wird, immerhin bis ja in der Nacht zum Sonntag. Haben wir also ein paar Tage Mondkrebs, sehr emotional. Mit dem Mond im Krebs werden ja mehr unsere Bereiche wie Familie, Zuhause, werden stärkere Themen werden. Mit Mond im Krebs ist auch die emotionale Sehnsucht stärker. Wir wünschen uns eine Verbundenheit, ein Aufgehobensein, eine emotionale Sicherheit, eine emotionale Verbundenheit. Und wie wir das suchen oder wo wir das suchen, das ist halt so ein bisschen Prägung und Ansichtssache. Ne? In der Regel suchen wir Menschen die Dinge ja im Außen. Aber es wäre zu empfehlen, mit Mond im Krebs erstmal in uns Heimat zu finden. Ja, wie Stefanie Stahl auch sagt, das innere Kind will Heimat finden. Und dieses innere Kind muss in uns Heimat finden, sonst kann es auch in der Außenwelt wenig Heimat finden. Also bedeutet auch so ein bisschen Selbstbespiegelung und zu schauen, welche Bedürfnisse und Emotionen habe ich hier eigentlich. Soweit die aktuellen Konstellationen. Morgen, wie gesagt, am Freitag dann die Aussichten zum Wochenende und dann gehen wir nächste Woche auch wieder in sehr interessante Konstellationen. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.